Hallo, hallo, ihr Lieben. Meine Bestellung kam gerade an und ich dachte, ich gebe euch einen Einblick in die Bestellung. Also zuerst das coole, coole Holzregal. Ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan. Also das kann ich nur ans Herz legen. Was ihr beachten müsst, ihr dürft aber nicht alle Öle auf die gleiche Seite stellen. Also wenn ihr jetzt alle rechts habt, hört ihr das, dann kommt es wie an. Also ganz wichtig, die Öle wie rundherum verteilen. Und dann ist das kein Problem, aber es ist mega cool. Und das kommt mit dem Zedernholzöl. Das ist ja auch super jetzt im Herbst. Dann weihnachtlichen Sachen natürlich, natürlich Yarrow Palm in Small. Und ich muss sagen, ich liebe diese Flasche auch perfekt als Geschenk oder zum Reisen. Und dazu mit dem schönen Rosenquarz. Und das kommt in einer ganz, ganz schönen Geschenkbox. Dann natürlich, natürlich die neuen Peaberry Store. Und ich kann nur eins sagen, also die neuen Probiotika wurden wirklich komplett überarbeitet. Sie sehen zwar immer noch gleich aus, übrigens. Ja, sie werden milchig, das ist normal. Also das heißt nicht, dass sie schlecht sind, das ist normal. Und das Tolle ist, es ist in Glas. Ich weiß nicht genau, wie lange. Also ich hoffe, es bleibt in Glas, aber es ist natürlich halt extrem schwer für den Versand. Aber ja, anyways, es ist in Glas. Wie cool ist das denn? Dann das Produkt des Monats ist Supermint oder sind die Supplement Beetlets. Das ist das Supermintöl in Form von kleinen Kügelchen. Es ist etwa, ich glaube, einen halben Tropfen Supermintöl und kannst du einfach die ganze Zeit ja so durchnehmen in den Mund und draufbeißen für einen frischen Kick oder für einen frischen Atem. Dazu die Supermint-Zahnpaste. Dann, es ist eines meiner Lieblingsweihnachtsöle, Holiday Peace. Das kommt mit diesem Stein, da kann man das Öl dann drauf träufeln. Ich bin ehrlich, ich finde den Stein jetzt nicht mega cool. Also ich brauche den selten. Gebe es meistens in den Diffuser. Aber wenn es jetzt ein kleiner Raum ist, wie ein kleines Klo ohne Diffuser, kann man es einfach immer wieder da drauf träufeln. Natürlich die veganen Omegas. Dann dieses neue Öl, das Yule Lock. Ich habe es noch nicht getestet. Wartet mal kurz. Okay, also es riecht, ich habe es gedacht, es riecht ähnlich wie das Hügeöl, aber mit noch viel, viel mehr Sandalwood drin. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein Riesenfan. Und das Spannende ist, du hast hier einen zusätzlichen Aufsatz. Ich nehme an, weil eben ganz viel Sandalwood drin ist und dass es dann einfach sehr schwer aus der Flasche kommt. Genau, das ist Q-Lock. Dann mit Punkten bezahlt habe ich übrigens die Zahnpasta. Die Omegas, also das war kostenlos, das war kostenlos, Arise war kostenlos, Anchor, also das sind ja die zwei Yogaöle. Arise ist ein wunderbares Öl eher für den Morgenyoga, für das Morgenyoga und Anchor für den Abend. Cinnamon habe ich mit Punkten bezahlt, also wenn ich es jetzt richtig zähle. Und ein Öl, ich glaube Air, es muss fast Air sein, habe ich nicht mit Punkten bezahlt, weil ansonsten waren sie ja, ah nein. Die Supermint-Zahnpasta habe ich nicht mit Punkten bezahlt. Das war eigentlich dann wie sozusagen mein einzigstes Produkt, was noch im Warenkorb war, was nicht limitiert war, weil du brauchst ja immer, wenn du ein Treueprogramm bestellst, muss ein Produkt, das du nicht mit Punkten bezahlst, muss ein Standardprodukt sein, weil das ist das Produkt, das dann auch drin bleibt. Und ich habe mich für Supermint entschieden, genau. Aber alles andere habe ich mit Punkten bezahlt, also alle anderen Öle, außer eben die Limited Edition Sachen, die kann man nie mit Punkten bezahlen. Und ich habe wirklich so, so Freude ab diesem neuen Ölgestell.